20 Minuten auf. Danke. Viel Glück da draußen. Pass auf dich auf. Hi, Steve. Ich bleib sonst nie so lange an einem Ort. Die Chimera wächst mir wohl ans Herz. Hey, Cap! Hier ist die Chimera. In der Resistance arbeiten viele Gruppierungen zusammen, um AIM und die Kree aufzuhalten. Jeder hat eine eigene Führung und einen Koordinator im jeweiligen Außenposten. Die SHIELD-Gruppierung etwa residiert in SHIELD Substation Zero, angeführt von Commander Hill und koordiniert von Alessandra Morales. Die Inhuman-Allianz ist im Ameisenhügel, angeführt von Dr. Pym und koordiniert von Sarah Garza. Neue Gruppierungen folgen dieser Struktur. Sie werden häufig Kontakt mit den Koordinatoren haben. Dort erhalten sie tägliche Missionen und Aufträge. Eine weitere Möglichkeit hierfür sind die Remote Terminals in jedem Außenposten. Das Abschließen von Gruppierungsaufträgen gewährt seltene Ressourcen. Wenn sie Gruppierungen unterstützen, steigt ihr jeweiliger Rang, wodurch sie mehr Objekte beim Gruppierungshändler kaufen können. Beim höchsten Rang erwartet sie eine einzigartige Belohnung. Jeder Händler hat ein Spezialgebiet. Bei Agent Levine sind es Nebenartefakte, bei Dr. Cho Comics. Sie sind große Fans davon, also entschuldigen Sie Ihren Enthusiasmus. Sie werden es ja sehen. Hallo! Diese Gruppierungen bilden zwar die Resistance, aber im Kampf halten Sie sie zusammen. Nur keinen Druck. Es ist gut, wieder da zu sein. Zunächst müssen wir in den Großstädten an der Ostküste Fuß fassen. Momentan hat AIM die Kontrolle und verhindert, dass die Resistance Inhumans retten kann. Verschaffen Sie uns dort einen Vorteil. Fangen wir mit einigen Grundlagen an. Jedem Avenger ist eine Heldenstufe von 1 bis 50 zugeordnet. Wenn Sie im Feld Erfahrung sammeln, verfolgen wir Ihren Fortschritt. Sobald Sie genügend Erfahrung errungen haben, werden Sie auf die nächste Heldenstufe befördert. Außerdem erhalten Sie Fähigkeitenpunkte, mit denen Sie neue Kampftechniken und Fähigkeiten freischalten können. Jeder Avenger verfügt über einzigartige Primär-, Spezial- und Meisterschaftsfähigkeiten. Primärfähigkeiten umfassen Kampf und Bewegung. Unter Spezial finden Sie die Heldenfähigkeiten. Und mit Meisterschaft können Sie den Kampfstil weiter anpassen. Einige Fähigkeiten schalten neue Moves frei, andere eröffnen zusätzliche Optionen für bestehende. Nach dem Freischalten können diese Fähigkeiten jederzeit ausgewechselt werden. Experimentieren Sie damit. Neue Bedrohungen erfordern manchmal neue Strategien. Sie verfügen zudem über eine Kraftstufe, die sich aus Ihrer Ausrüstung und Ihren Artefakten errechnet. Höherstufige Ausrüstung bedeutet eine insgesamt höhere Kraftstufe. Ihre Ausrüstung und Artefakte gewähren außerdem Werteboni, Fähigkeitenvorteile und mehr. Achten Sie bei der Entscheidung über die passende Ausrüstung auf die Einzelheiten. Manche Objekte haben überraschende Effekte. Sie können eine bestimmte Anzahl von Objekten mit ins Feld nehmen und bei Bedarf wechseln. Lagern Sie zusätzliche Ausrüstung in Ihrem Tresor oder zerlegen Sie sie in Ressourcen. Das war's auch schon. Mit diesen Werkzeugen können Sie da draußen wirklich etwas bewegen. Aber wie Sie sie einsetzen, bleibt Ihnen überlassen. Überraschen Sie mich, das können Sie ja. Fury Ende. Viele Missionen können zwar solo mit Gefährten bestritten werden, aber am höchsten sind Ihre Erfolgschancen, wenn Sie mit anderen Avengers ein Team bilden.
Die rascheste Methode ist schnelles Match. Sie werden mit anderen Spielern in eine zufällig gewählte Mission geladen. Die Schwierigkeit skaliert dabei, sodass Sie mit Helden aller Kraftstufen spielen können. Schnelles Match gewährt Ihnen außerdem zusätzliche Erfahrung und Ressourcen. Falls Sie eine bestimmte Mission absolvieren wollen, aktivieren Sie die Spielersuche, um ein Einsatzteam zu finden. Dies ist nicht bei allen Missionen möglich. Sie können Teamkameraden aber auch direkt einladen. Am einfachsten geht das über das Sozialmenü. Von dort können Sie Einladungen an Ihr Einsatzteam senden. Danach können Sie gemeinsam Missionen abschließen, ein schnelles Match bestreiten oder zu Außenposten reisen. Nicht vergessen, Teamwork ist keine Schwäche, sondern Ihre größte Stärke. Sie sind jetzt bereit für Missionen. Ihre erste Anlaufstelle ist Ihr Einsatztisch. Hier werden alle Resistance-Infos hochgeladen. Sie sind eingeteilt nach Region, Typ und empfohlener Kraftstufe, damit Sie leichter entscheiden können, welcher Bedrohung Sie sich zuerst stellen. Wir haben wichtige Regionen identifiziert, um Ihre Bemühungen zu konzentrieren. Verfügbare Missionen können hier eingesehen werden, einschließlich der Konzentration der Aktivitäten und des allgemeinen Schwierigkeitsgrads der Region. In manchen Regionen befinden sich Außenposten, wo Sie vor Ihrer nächsten Mission Kontakt mit Mitgliedern der Resistance aufnehmen, neue Einsatzziele erhalten und Objekte bei Händlern kaufen können. Missionstypen haben jeweils ein eigenes Symbol zur Identifizierung. Es gibt Abwurfzonen, Bedrohungssektoren, Stöcke, Schurkensektoren und mehr, alle mit unterschiedlicher Dauer und Aktivität. Die normale Mission hat einen fixen Schwierigkeitsgrad. Diese Angaben sollen helfen, aber letztlich ist es Ihre Entscheidung. Sie können Missionen bis zu 10 Stufen über Ihrer aktuellen Kraftstufe annehmen, wenn Sie eine größere Herausforderung wollen. Wenn Sie Missionen und Einsatzziele abschließen, erhalten Sie Belohnungen, die Ihnen bei der Vorbereitung dienlich sind. Sie können sich diese Belohnungen ansehen, bevor Sie eine Mission in Angriff nehmen. Alle Infos finden Sie auf dem Einsatztisch. Wenn Sie höhere Kraftstufen erreichen, sind Sie bereit für unsere schwierigsten Missionen. Dabei erringen Sie die mächtigste Ausrüstung. In Megastöcken haben Sie eine begrenzte Anzahl von Chancen, die Mission nach dem Start abzuschließen. Also bereiten Sie sich gut vor. Außerdem gibt es noch die Bedrohungsstufe Omega und die ultimative Prüfung Ihrer Fähigkeiten, Raids. Hierbei sind Teamwork und Koordination entscheidend. Versammeln Sie Ihr Team und sorgen Sie dafür, dass Sie bereit sind. Wollen Sie sich mit einer bestimmten Operation oder Story-Kampagne beschäftigen, können Sie über die Operationsdatenbank darauf zugreifen. Verfügbare Operationen sind Zusammenführung, Aim im Visier, Future Imperfect und Krieg um Wakanda. Damit ist unser heutiges Briefing beendet. Willkommen in der Resistance. Geschafft. Endlich. Es muss nicht schön sein, sondern nur funktionieren. Du hast eine ganz andere Philosophie als Mr. Stark. Das hier kommt in eine Schutzhülle. Du wirst es nicht mal sehen können. Wirklich? Mist. Das hier sind die neuen Daten von Banner. Faszinierend, was? Das überrascht mich.